Hallo schon meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Angespielt. Bowmasters wurde vorgeschlagen und ist hier am Start. Gucken wir einfach mal. Tappen zum Starten. Robin gegen Julius. Der hat einen Bob auf seiner Brust stehen haben. So, wir müssen mit dem... Ja, ganz logisch. Wir müssen mit dem Pfeil zielen, drücken und gucken wir mal. Power, Angel. Wie, warum hatten das zwei Dinger? Ach, guck mal, hier ist eine Hilfslinie gewesen. Ah ja, verstehe. Und hier, dann stimmt das. Bam! Lol. So, er steht wieder auf. Er hat nur die Hälfte an Leben verloren. Hier oben seht ihr die HP leisten. Achso, ich darf nochmal. Dankeschön. Uah! Tot. Okay, wir sollen ihn noch finishen. Er ist kein Leben mehr. Piu! Headshot! Also dem ist das Gesicht abgeflogen. Das ist ja mies, ey. Ja, okay, wir haben also hier die Aufgabe. Oh, die Chests open, kein Problem. Epic Chest Roulette. Die Gegner mit Pfeilen zu töten. Ron Etienne received. Ron Etienne gegen Meme. So, wenn eine Karte kommt, dann sollen wir tappen, aber nicht auf die Karte drauf, dann teilt die sich. Ach nee, das ist seine Karte, okay. Ah ja, okay, wir können... So. Scheiße. Er schießt ein Bogut. Auf jeden Fall ein bisschen höher. Shit. Ich habe mich selber getroffen, ist das dein fucking Ernst? Du verdammte Dreckskarte. So, auf jeden Fall ein bisschen höher. Shot Spree plus 100 Gold. Oh, ich glaube, der trifft mich. Nee, doch nicht. Was für ein Versager. So, 100% Power. Alter. Bam! Finish him. Bin dabei. Das mit der Karte ist am geilsten, finde ich. Ich finde, die fliegt doch immer so Hammer. Ah, verdammte Scheiße. Ich bin so ein Opfer. Ja, ich habe ihn leider nicht getötet, sondern ich habe ihn einfach nur besiegt. Aber auch dafür gibt es ein wenig Belohnungen. Mit der Karte ist cool, den möchte ich behalten. Den möchte ich gerne behalten. 2050 Coins. So, was kann ich denn jetzt machen? Online-PvP gibt es noch nicht. Win 2 of 7. Das heißt, ich muss noch weiter gegen die CPU kämpfen. Damit ich die ganzen... Komm mal kurz rein erklären. Was haben wir hier? Ninja. Ja, was ist CPU? Ich könnte mir den freischalten, Flag, aber ich möchte den haben, den ich benutzt hatte. Hier, wobei, na. Ein Tomahawk. Ne, hier eine Flagge. Okay, kaufen wir uns einfach mal. Benutzen wir die. Wir wollen ein bisschen was probieren. Dann gibt bestimmt noch Mr. Gorski. Gibt da bestimmt noch was Cooleres als, ja klar, ich bin unten und der ist oben, der Penner oder was. Ist ja für ihn viel einfacher. Oh, knapp, der Penner. Also ich bin gerade bei 20 Grad gewesen. Und 100%? Wow. Der hat mir eine... Okay, 20 Grad war zu hoch. Das heißt, ich muss auf 19 bzw. 18. Also knapp die Grenze zu 19. Wie das überlebt. Oh, 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 oh. Oh, Gott sei Dank. Also ich habe ihn jetzt ein bisschen nach hinten gehauen, ne? Dennoch denke ich, reichen 19 Grad. Alter, der hat eine Flagge in die Fresse bekommen. Jetzt brauche ich ja... die 20 Grad jetzt? Ja. No, ganz knapp am Fuß erwischt. Aber sowas von ganz knapp. Na, ja, für die Fatality, also wenn wir am Ende nochmal treffen, gibt es nochmal 50 Coins extra für. You have won! I'm a pro! So, gibt es ein Vampir, können wir natürlich auch neue Charaktere freischalten, ist ganz klar. Oder wir können sie uns dann später, glaube ich, kaufen. Ah, 3000 haben wir jetzt keine Coins für. Available in Chest, okay, die muss man doch noch kriegen in Chest Roulette. Die kann man sich doch nicht alle kaufen.
Wie gibt's denn hier eine Oma? Mr. Fluffy, Poppy, Puppy, Watermelon, auf jeden Fall mega heftiges Zeug. Ich wollte den mit den Karten haben. Der hat eine richtig gute Mechanik vom Kämpfen. Auch schon wieder gegen Meme. So, er ist da und ich bin hier. Kann man? Ist es möglich? Kann man nicht, okay. Es ist nicht möglich, vielleicht über die Dings zu switchen, weißt du, über die Karten, um zu gucken. Na, er trifft mich nicht. Was? Hab ich getroffen? Ein Baguette! Tschu! Ey, ich finde das so cool. Die Karte ist. Wow, ist das ein Wichser. Er hat mir immer ins Gesicht geschossen, der Penner. Von hinten. Fatality. So, 19 Grad reichen aus. Er hat sich kein Stück bewegt. Von oben rein. ist schon nice. Wobei, natürlich, es hat eine geile Mechanik. Aber die Speere machen, glaube ich, viel mehr Damage, oder? Das glaube ich auch nicht. Win this chest, watch a video. Könnten wir machen? Nö, ja, könnten wir, nö. Könnten wir aber, nö. Free chest ready, ich habe eine freie Kiste. Epic chest roulette. Ach, ich soll mir auf den Coins zu geben, ich will die Einheiten haben. Jetzt will ich dann doch die Einheiten haben. Free chest in 10 Minuten erst wieder. Erfolge, victory in the match. Do fatality to the enemy. Achso, hier steht, was? Hit with the first shot bullseye. Hier steht, wie oft ich das halt schon erreicht habe, ne? Ich muss halt 7 gewinnen, dann kann ich das hier machen, diesen mit dem Vogel. So, hier haben wir den nächsten. Für 3000 Coins kann man den freischalten. Champions, ne, hier, Tomahawk. So eine riesen Axt ist das, die ist echt nicht ungefährlich. Anonymous, hi Anonymous. Die schießt mit Flaggen, mit Flaggen auch. Ah, okay, 16 Grad reicht nicht. 18 Grad werden es sein. Das ist so sein Hurensohn. 18 Grad, denke ich mal. Ne? Bam! Okay, es hat ihm nicht wirklich erwischt, ne? Ich denke mal, 21, 22 Grad sollten es sein. Oh, 22. Ich werde einen Headshot machen. Ist das witzig. Er trifft, verdammte Kacke. Hör auf. Okay, hat er noch nicht. Gut, 22 Grad. Ja, so ein Tomahawk ist schon, wenn es am Kopf trifft, das ist echt erfolgfrei geschaltet. Arrow to the knee. Was könnten 23, kurz vor 23 Grad. Der Kopf ist weg. Was habe ich schon brutal, Kinder, ey. Dürft ihr gar nicht spielen. Ey, wer kommt bitte auf die Idee, sich so einen Scheiß einweihen zu lassen, ey? Ah, ich weiß nicht, der. Was hat man hier gehabt? Ein Arrow, ein normaler Arrow. Hier haben wir eine Flagge und hier haben wir das Tomahawk. Vom Damage her, glaube ich, macht das keinen Unterschied, oder? Das Tomahawk ist natürlich. Ja. Ja, wie soll ich denn den bitte treffen? Leck mich am Arsch, ey. Ah, 10 Grad. Ist das Tor? Naja, es sind noch 10 Grad, würde ich sagen. Ja, der trifft sogar. Okay, ich bin ein bisschen zurück. Ah, könnten 11 Grad sein. Das ist so witzig. 11 Grad hatte ich gesagt, ne? Oh, leider haben wir die Beine weggezogen. Ich hätte noch 12 Grad machen sollen. Du Drecksratte, boah, echt mit den Karten, das ist ziemlich cool. Mit den Karten, das ist echt cool.
Nehmen wir mal wieder den mit den Karten. Wenn man da auch, wenn man. Oh, Mario, hi! Wenn man da halt auch mehr treffen kann, wenn man, wenn man gezielt das explodieren lässt, das Ding. 12 Grad haben es nicht gebracht. 13, 14, 15 Grad. Oh, der schießt einen Panzer. Ein Paracooper! Ah, 15 Grad sollten es sein. Scheiße. Vielleicht sollte ich sie auch so lassen. Man kann die auch so. Wahrscheinlich macht es dann trotzdem noch ganz gut Schaden. Ah, ist doch zu weit oben, oder? Machen wir nochmal 15 Grad und ich lasse sie mal durchkommen, die Karte. Ah ja, okay, macht auch ganz ordentlich Damage. Der könnte treffen. Okay. 16 Grad, 17, ja, auch schon mal 17. How to use special. Ja, ich weiß das. Ich wollte jetzt sagen, dass die Karte explodieren kann. Das wollte ich überhaupt gar nicht machen, aber egal. Bam! Der brennt dann immer so schön, der Gegner. So, habe ich jetzt genug gegen Dings gespielt? Ja, ne? Gegen die hässlichen Viecher, genau. Bird's Hunt haben wir jetzt, das nächste. Nehmen wir mal den. Keine Ahnung, was wir machen. Gegen die Birds, logisch, ne? Eine Minute habe ich Zeit, so viele Birds wie möglich vermutlich zu killen. Oh, wir haben unsere Karte eingetauscht gegen den Bogen. Das ist ja schade. Ich weiß. Man kann vermutlich nicht alle drei. Huch. Meine Münze. Hi. Oh, das waren. Ich habe die mit den Dings verwechselt. Mit der Karte. Oh, verdammte Kacke. Das ist aber schnell gerade. Meine Zähne. Jetzt habe ich gerade die Karte verkackt. Mensch, warum bin ich gerade so schlecht? Vor allem hier unten kann man nicht so cool. Nicht so cool zielen, finde ich. Guck mal, da ist sogar noch Zeit gewesen. Haben wir verkackt. Da kommen wir keine, ne? Ach, leck mich. Nö. 17, ne, 14 Vögel erwischt. Zweifach Coins für 3 Euro. Ne, danke. Ich habe gewonnen. 285 Gold. So, das war's. Mehr gibt's da nicht. Ist doch völlig egal, wen ich nehme. Weil ich kann sowieso alle Waffen benutzen, die ich habe. Ne, das ist uncool. Gegen Computer ist dann also das Beste. Und dann gibt es ja später Apfeljagen vermutlich. Dann irgendwelche anderen Dinge jagen, Trophäen jagen. Und Online-PvP gibt es leider noch nicht. Das ist schade. Ah, machen wir noch einen gegen Computer, oder? Ah, den habe ich noch nicht. Kann mir auch keinen neuen kaufen für 5000. Die werden immer nur teurer, ne? Wobei 5000 war da einer gewesen. Videos watched Molotov-Cocktail. Muss man 15 Videos angucken. What the fuck? Und die kann man teilweise nur kaufen. Trashcan. Okay, also sich für 15 3 Tage über, das ist der Samurai gewesen. Das hat man schon gesehen gehabt. Also man sollte sich auf jeden Fall auch ein paar Videos angucken, ne? Ist doch nicht schlecht, wenn man dafür teilweise dann wirklich noch einen Hero bekommt für 15 mal Videos angucken. Nicht übel. Ja, meine lieben Freunde, das war's gewesen, mein Spiel zu Bombast. Das ist ein echt interessantes Spiel am Anfang und witzig. Lässt schnell nach. Ich glaube, wenn Online-PvP kommen sollte, dann ist das Spiel, glaube ich, ziemlich geil. Aber so gegen die KI zu spielen. Das ist ein bisschen uncool. Anfangs wirklich extrem witzig. Aber auf Dauer ist es, glaube ich, ein bisschen gerade Birds. Also, gerade der Modus Birds ist total langweilig, finde ich. Also, dann doch lieber versus Computer. Aber es wird sicherlich auch schnell langweilig, wenn man nicht die ganze Zeit neue Charaktere ausprobieren kann.
Gut, meine lieben Freunde, wer das Spiel möchte, Baumaster ist in der Videobeschreibung. Die Links zum Spiel, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.